Herzlich willkommen, Bros. Du hast zugeschaltet zu einer neuen Folge Sonic 3. So, wir befinden uns immer noch hier in diesem geilen Eislevel. Passt immer noch. Hier gerade zur Außentemperatur. Verdammte Scheiße, wir haben bald Juni. Es ist 31.05. In zwei Stunden haben wir Juni. Richtig kranke Scheiß. So. Wenn ihr mal links unten in die Ecke linst, dann werdet ihr erkennen, dass ich nur noch ein Leben habe. Das ist natürlich nicht viel. Bräuchte 100 Ringe, weil bei 100 Ringe gibt es ja, wisst ihr ja, gibt es das Leben zusätzlich und das brauche ich jetzt dringend. Weil wenn wir jetzt down gehen, habe ich das Game Over Menü und da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf, dieses Ding jetzt angezeigt zu bekommen. So lange, wie wir hier jetzt schon rummachen, will ich das auf keinen Fall. Das Geile ist jetzt hier dadurch, dass wir hier diesen... Wer schreibt mich hier die ganze Zeit an, während ich aufnehme? Woo. So, 88 Ringe, es wird heiß. Jetzt so, dann darf ich natürlich nicht failen. Oh, so wie jetzt gerade fast. Oder jetzt. So, noch 10 Ringe. Das werden wir ja wohl schaffen, diese verdammten 10 Ringe zu erreichen, ohne dass ich jetzt Schaden davon nehme. 7 Ringe. Komm schon, komm schon. Ja, wir haben es geschafft. Nein! Heilige Scheiße, heilige Scheiße. Oh Gott. Wegen 2 Ringen, ey. Warte mal, höchste Vorsicht ist jetzt geboten. Wir dürfen natürlich nicht so einen Fernseher reinspringen, weil ihr seht ja schon, da ist Robotnik abgebildet. Das bringt mir Schaden, wenn ich das tun würde. So, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich brauche nur 2 Ringe. Nur 2 verdammte... Ja, okay, wir haben wieder 2 Leben, Gott sei Dank. Ich glaube, ich werde mal speichern. File save state F, so speichern, ja, ich will ersetzen. So, weiter geht's. Was gibt es eigentlich so Neues zu erzählen? Ich komme jetzt gerade ganz frisch aus dem Minecraft Community Battle. Und wie komme ich hier jetzt wieder hoch? Ah ja, interessant, da haben sich die Sonic-Macher immer einen Ausweg gelassen hier für so dumme Strolche wie mich, weil ich wollte den hier nämlich haben, der bringt nämlich 10 Ringe. So, wunderbar. Ich komme ganz frisch aus dem Minecraft Community Battle und es hat tierisch Spaß gemacht, wirklich, kann ich nur sagen. Für Leute, die diesmal nicht teilgenommen haben, weil es beim ersten Mal zu chaotisch war, ich kann euch entwarnen, es war... Wir haben wirklich klipp und klar gesagt, ab 19 Uhr kann man sich anfangen zu versammeln im Teamspeak und um 20 Uhr geht's los. Und ich sag mal, wir hatten natürlich, wie auch nicht, wir hatten wieder kleine Verzögerungen, aber die haben nicht länger angehalten als eine Viertelstunde. Also auf keinen Fall irgendwie 2 Stunden wie das letzte Mal. Und ich denke mal, das ist schon mal ein Fortschritt in der Zivilisation der Entertainment Brothers. Und ja, das macht mich schon ein bisschen stolz, weil es ist organisatorisch gar nicht so einfach, wirklich, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist nicht einfach, sowas zu organisieren. Ich meine, es sind nur 10 Leute, aber versucht mal 10 Leute zu koordinieren, dass alle gleichzeitig on sind und das halt nicht schief läuft und so weiter. Ich finde, es hat wirklich perfekt geklappt. Also, macht das nächste Mal mit, es hat wirklich mega Spaß gemacht und es ist nicht mehr chaotisch. So, jetzt müssen wir... Wie funktioniert denn dieser Boss hier jetzt? Also Robotnik muss irgendwie nach unten kommen, damit wir ein bisschen Schaden machen können. Okay, also das Ding macht kein... Fuck, warum habe ich nicht gespeichert, ich Idiot? Ja, klar! Ja, der sprüht immer von da oben raus, wenn ich gerade komme. Also, ja. Nee, ich will jetzt mein Leben, was ich gerade so... frisch bekommen habe, will ich jetzt nicht gleich wieder versauen. Wow, nicht safen. Ich will laden, mein Freund. Laden möchte ich gerne. So, dann laden wir mal ab hier. Ja, da müssen wir mal kurz schauen, wie der Boss funktioniert. Das ist nämlich immer wieder das Gleiche. Man muss immer wieder schauen, wie die Bosse funktionieren. So, den nehmen wir wieder mal mit. Ich habe hier astreine Aufnahmen, also knapp 2 Stunden Videomaterial vom Battle. Ich werde noch vielleicht die ein oder andere Stelle noch ein bisschen verkürzen. Ich werde ein paar knackige Schnitte vornehmen, denke ich mal auf jeden Fall. Damit es auch schön spannend ist für einen außenstehenden Zuschauer.
Und ja, ich denke mal, das hat sich auf jeden Fall dickstens gelohnt. So, und dann bin ich mal gespannt, wie meine Facecam-Aufnahme so ankommen wird. Ich wollte ja öfters mal ein bisschen mit der Facecam arbeiten, weil das ja, das machen ja viele, sage ich mal. Und ich habe es mir auch schon seit langem vorgenommen. Und ja, ich denke mal, ich fange jetzt mal mit Sonic erstmal ganz gemütlich an und werde es dann eventuell fortführen. So, jetzt wollen wir uns aber mal auf den Boss konzentrieren, anstatt über irgendeinen Blödsinn zu quatschen. Weil wir müssen jetzt irgendwie rausfinden, wie wir dem guten Robot Nick Schaden zufügen können. Heilige Scheiße, wie soll das funktionieren? Achtung. Okay, ein Treffer haben wir schon mal. Ein Treffer haben wir schon mal. So, das war's jetzt vermutlich wieder. Okay, das war's. Okay, interessant. Wir werden das jetzt so machen, Freunde. Passt mal auf. Load State S. Wir werden jetzt den Speicherstand wieder laden. So. Und ich werde kurz vor dem Boss, das hätte ich vorhin schon machen sollen, hätte ich einen höheren Intelligenzquotient, hätte ich das vorhin schon gemacht, werden wir mal einen Zwischenspeicherstand erstellen, kurz vor dem Boss. Das erleichtert nämlich einiges, zum Beispiel den Weg zu Robot Nick jedes Mal. Da. Komm schon, Sonic, heute strengst du dich ein bisschen an. Bitte. Bisschen anstrengen. Ich habe keinen Bock, hier jedes Mal von vorne anzufangen. Also gib dir ein bisschen Mühe, nicht zu sterben. Da. Oh, schade. Ich dachte, er wäre da gerade. Aber nein. Ah, dieser Pinguin, Alter, stirbt doch. Ich habe nur immer so freche Pinguine gesehen. Echt unglaublich. So, dann schieß mal deine Sporen. Oh, das war knapp. Ich glaube, wir werden jetzt hier mal vorsichtshalber schon mal einen kleinen Stand machen. Ich sehe es kommen, wir werden hier noch sterben. So vertrottelt, wie ich manchmal bin. Ja, möchte ich ersetzen. So. Weiter geht es. Oh, guck mal hier, da haben wir den Speicherstand perfekto gewählt. Hier kommt schon Robotnik angetanzt. Oh, ich habe Angst. Ich glaube, die Folge ist immer gleich. So, jetzt hat er von oben gesprüht. Was? Irgendwie will es nicht so. Weiß ich nicht. Irgendwie will es nicht so, wie ich will. Okay. Ah, ich habe 6 Ringe. Ich werde mal speichern. Ich überspeichere mal den aktuellen Speicherstand. Ich mache jetzt nicht für jedes Level einen separaten Stand. Ja, also einmal von oben. Er macht nie zweimal von oben. Das heißt, wir warten jetzt mal. Fuck. Heilige Scheiße. So, wir warten, bis er von oben sprüht. So, hat er jetzt gemacht. Ja, sprüht. Irgendwie ist es komisch. Okay, warte, warte, warte. Der hat doch eine Reihenfolge, die er jedes Mal einhält. Das müssen wir uns einfach nur beobachten. Das ist eigentlich ganz simpel. So. Von oben rechts, oben links. Oben rechts, oben links. Ah ja, oben links. Jetzt ist es was wieder andersrum. Also der macht es anscheinend wirklich komplett in alle Himmelsrichtungen. Zack, zack, zack. Ja, ich werde mal speichern, aber jetzt einen anderen Stand. Save Start As. Ich werde mal hier über diesen Cynic 2. Das ist jetzt nochmal ein separater Stand, aber hier haben wir ihn zumindest schon dreimal getroffen, den Dödel hier. Er kann von oben sprühen und direkt danach nochmal von oben. Da ist sie überhaupt. Das gibt's doch nicht! Erstmal hinter rechts kommen sollen! Oh mein Gott. Das ist der liebe Robotnik und er will mich wohl verarschen. Oh mein Gott, ich flippe aus! Das gibt es nicht. Oben, jetzt war gerade oben. Solange er in die andere Richtung fliegt, ist das ja eigentlich egal. Ja. So. Oh, ich habe den Ring nicht. Was ist denn hier los? So. Mit 0 Ringe haben wir es geschafft. Gott sei Dank, ey. Wir können unsere Tierchen befreien. Ja.
Ich fühle mich wie ein Held. Wir haben es geschafft. Ihr seid ein Teil dieser Befreiungsaktion. Die Tiere aus dem Zoo wurden befreit aus diesem Eisengitter. Oh yeah. Wo sind wir jetzt? Lounge Base. Sieht ein bisschen industriell aus, aber immer noch schneebedeckt. Ich werde hier mal kurz überspeichern. Stay safe status above. Speichern möchte ich ersetzen. So, weiter geht's. Ringe, Ringe, Ringe sammeln. Yo, Sonic. Wie geht's dir heute? Oh, shit, da kann ich mich noch erinnern. Wenn wir da durchlaufen, lösen wir einen Alarm aus. Und das verursacht wiederum, dass hier diese scheiß Vögel auftauchen. Ich warte schon die ganze Zeit auf den Moment, wann mich einer fragt, warum ich diese Mütze die ganze Zeit auf habe in jedem Infovideo und so. Wallen, warum hast du diese Mütze an immer? Mütze, Mütze. Ich werde es euch nicht verraten. Erst wenn mich einer gefragt hat, warum ich diese aufhab, dann werde ich es eventuell erklären. Eigentlich gibt es keine Erklärung dafür, aber ich werde mir dann spontan eine ausdenken. Und dann kann ich euch das beantworten. So, kann man hier irgendwie runter? Oh, schade. Oh, seht ihr das gerade im Hintergrund? Ey, ich glaube, wir sind gar nicht mal so arg am Anfang. Seht dieser Ball da im Hintergrund, dieser graue Ball, das sieht aus wie der Todesstern bei Star Wars. Ich glaube, der Endlevel ist innerhalb von diesem Todesstern. Ich nenne es jetzt einfach mal Todesstern. Also innerhalb von diesem Schiff. Das wird richtig crank noch. Oh nein. Was bist denn du für eine Arschrakete hier? Dann werde ich mal schön hier überspringen. So, dann gehen wir in die Kapsel des Todes. Kapsel des Verderbens. Heilige Scheiße. Oh, ich dachte, ich kann da durch. Das war mein Fehler, Jungs. Wir haben jetzt nur noch zwei Ringe. Vielleicht sollten wir kurz drüber nachdenken, abzuspeichern. Oh, shit. Oh, hier noch ein paar Ringe. Ein boxender Frosch. Guten Tag, boxender Frosch. Und auf Wiedersehen. Die Tiere sind ja einfach nicht so langlebig. Muss man sagen. Oh, das hat wehgetan. Und das hat auch noch mal... Ach Gott, ey, ich habe null Ringe. Ich hätte speichern... Oh mein Gott, Alter, ich flippe aus. Ich bin so ein Arschloch. Jetzt haben wir wieder ein Leben und mein Speicherpunkt ist so weit weg. Okay. It's fucking ridiculous, kann ich nur sagen. Es ist richtig ridiculous. Eine kurze Frage. Vielleicht antwortet mir keiner, weil ich einfach noch zu wenig Zuschauer... Base habe für mein Sonic Let's Play. Aber vielleicht guckt ja doch der eine oder andere mal zufällig rein. Eine kurze Frage, ich schneide ja. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Video machen werde, aber ich habe Let's Plays mal ganz gelassen. Also ne, ich fange an zu aufzunehmen und nehme komplett durch auf, also bis ans Ende. Und manchmal schneide ich so ein bisschen ein paar Momente zusammen, ein paar spannende Momente, damit einfach nichts dabei ist, was irgendwie boring ist oder so. Und wie findet ihr es besser? Also wenn wirklich so ein Schnitt da. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht, was da gerade passiert ist. Das ist ja schlimmer wie, keine Ahnung. Ich würde gerne da unten reinkommen, weil da hätten wir noch nicht genug Ringe. Da sind so zwei TVs versteckt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich flipp auf. Alter, ohne Witz. Also, irgendwann hört auch bei mir der Spaß auf. Ah, ich glaube, da sind wir jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir das Ding aktiviert, ne? Damit wir da unten diese... TVs holen können. Warte, ich überprüfe das mal kurz. Wo waren das nochmal? Ah ja, tatsächlich. Naja, hat mein Ableben doch was Gutes gehabt. Jetzt habe ich circa genauso viele Ringe wie vorhin. So, jetzt aber konzentriert. Nee. Ganz anders. Ganz, ganz anders. Wallen. Ganz ruhig. File. Und erstmal abspeichern. Nicht immer so hektisch sein. So, weil jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wir haben jetzt nämlich schon ein Leben wieder verloren. Jetzt haben wir schon wieder nur noch ein Leben. Ey. Ich könnte ausflippen. So. Das war knapp, Bro. Ich könnte ausflippen. Nein, ich lade den Speicherstand. Okay, nochmal. Let's go. Wall in Power. Die Macht des Entertainers wird mit mir sein. Okay, pass auf. Ich muss circa hier springen, damit ich in der Tür
Ja. Soll ich direkt nochmal speichern? Komm, Alter, ich bin so ein kleiner Schisshase, ey. Ich speichere direkt nochmal ab, ey. Komm, scheiß drauf. Ihr werdet mich vielleicht hassen mit meiner Abspeicherei, aber ich habe einfach keinen Bock, hier so oft abzukacken. Und dann liegt ja bestimmt auch nicht in eurem Interesse, dass ich hier dauernd abdödele, wie das Killer sagen. Ja, es hat einen guten Grund gehabt, dass ich abgespeichert habe, weil ich kann jetzt schon wieder laden. Oh, da darf man nie lang stehen bleiben auf diesen Plattformen. Da wäre ich direkt in die Stacheln reingerutscht. Taucht jetzt nicht gleich irgendwo Knackles auf oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Gefährlich, 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 diese ganze Angelegenheit. Aber wir haben es wieder mal hervorragend gemeistert. Hervorragend gemeistert. Was soll das da im Hintergrund eigentlich darstellen? Ist das irgendwie so Fabrik-Gegend oder was? Sieht aus wie... Oh, jetzt habe ich den Alarm aktiviert. Holy shit. Ja, nochmal. Geil. Komm. Mit diesem scheiß Frosch hier. Sowas gibt... Oh Gott. Sowas gibt es auch nur bei Sonic. Frösche, die mit irgendeiner Kacke rumschmeißen. Nein! Oh, das war wieder schön knapp. Oh, komm. Wenn ich ein altes Schlitzohr wäre, könnte ich natürlich meine Schnitte, meinen Videoschnitt so setzen, dass man meine Dingsbums gar nicht sieht, ne? Meine ganzen Saves. Mal sehen, ob ich ein Schlitzohr sein werde oder nicht. So, da haben wir so ein Tube hier vorne. Ich mache hier kurz alle Ringe einsammeln, weil wir haben schon wieder jetzt 46. Ah, Nase juckt. Immer sehr schlecht beim Gaming. Bei Sonic jetzt nicht unbedingt, aber bei Black Ops oder sowas oder überall da, wo schnelle Reaktionen gefragt sind, ist... ich gucke jedes Mal da lang, anstatt in die Kamera. Wisst ihr, ich spiele im Fenstermodus hier gerade Sonic und... ich habe hier nebendran noch einen Screen, wo ich meine Facecam sehe. Und jedes Mal, wenn ich zu euch sprechen will, gucke ich einfach in den Bildschirm, anstatt hier hinzugucken. Muss ich mir jetzt mal angewöhnen. Ich muss mir diese schlechte Angewohnheit austreiben. Mit einer Teufelsaustreibung. Diesmal werde ich in den Alarm nicht reinlaufen. Kannst du machen, was du willst. Ich werde nicht reinlaufen. Fuck! So, 62 Ringe, langsam wird es heiß. Wir könnten eventuell unser zweites Leben wieder erreichen. Soll ich da reinspringen? Ne, ich springe da jetzt nicht rein. Aber speichern könnten wir so langsam wieder mal. Oh, was war denn hier los? Monsieur Robotnik hat sich da hier gerade zu Wort gemeldet. Wenn hier schon Robotnik ist, dann muss ich einfach, sorry. Es geht auch ganz, ganz schnell. Geht ganz schnell. So, ja, ich will ersetzen. Tralala. So, weiter geht's. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe keine Lust. Oh, Knackles. Holy shit. Alter. Ich glaub es nicht. Okay. Ein One-In verarscht man genau. Einmal, lieber Knackles. Und dann ist der Ofen aus, mein Freund. So, hier speichern wir nochmal kurz ab. Also hier scheint es wirklich Endboss-Feeling zu sein. Unglaublich. Unglaublich. So, Robotnik, was hast du heute für ein Blödsinn auf Lager? Guck mal. Haha, zweimal getroffen schon. Herrlich. Diesen Erfolg werden wir gleich festhalten in Form einer Speicherung. Okay. Was ist denn das hier für ein... Oh, heiliger... Oh Gott. Also hier werde ich wirklich jeden Handgriff abspeichern. Sorry, Jungs, aber das ist ja wirklich brutal. Habt ihr das denn gesehen, wie das aussieht? Das ist eine verdammte Tötungsmaschine, ey. Ja, er hat nur noch einen Arm. Er hat nur noch einen Arm. Komm, soll ich versuchen, ab jetzt den komplett down zu machen? Ich werde jetzt ohne Speichern, werde ich jetzt versuchen, einfach fortzuführen. Wir können jetzt quasi... Was? Oh mein Gott, die 10 Minuten sind rum. Alter, das ist doch jetzt ein Scherz. Ey, komm schon. Wisst ihr, was das heißt? Ey, ich kann das nicht mehr schaffen.
Ich kann es nicht mehr schaffen. Ey, diese verdammten 10 Minuten. Oh mein Gott. Das darf nicht wahr sein. So, auf ein zweites. Wir haben von vorne angefangen. Leute, da ist mir allen Ernstes die Zeit abgelaufen. So, jetzt habe ich mich hier wieder mal ein bisschen zurückgespielt zum Endboss. Ja, da hüpfen wir mal rein. Die Zeit läuft ja hier hoffentlich nicht weiter. So, ich hätte gern so einen Blitz, wenn es ginge. Der Blitz ist mir eigentlich das liebste Power-Up, weil da kann ich einfach zweimal springen. Und er zieht die Magnete. Also B ist ja, glaube ich, der Wasser. Ne, fuck, was war denn der Blitz jetzt? Ring brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das Feuer. Ach, fuck. Egal, Feuer ist auch nicht schlecht. Hauptsache, wir sind generell nochmal zusätzlich geschützt, bevor wir alle Ringe verlieren. Und ja, hier starten wir mit dem Endboss. Und das heißt, hier werde ich jetzt mal einen frischen Save anlegen. Und ja, hoffen wir mal, es klappt diesmal besser. Wir haben jetzt 3 Minuten, ist zwar jetzt nicht ewig viel, rein theoretisch. Aber schon mal wesentlich besser wie vorhin. Ach, guck mal, ich muss hier gar keinen Save machen, so wie das aussieht. Guck mal, das läuft ja hier wie von Geisterhand. Warum habe ich die ganze Zeit gespeichert? Das ist ja lächerlich. Das war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Die Stage wäre geschafft in 7 Minuten 22. Ja, ich vergesse jedes Mal auf die Zeit zu gucken. Warlin, guck auf die Zeit. Bei 10 Minuten ist man tot, leider. Nach 10 Minuten kriegt hier Sonic einen Herzinfarkt oder sowas. Und ja. Aber gut, ich würde sagen, wir haben für heute genug aufgenommen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.